Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Emperor Schlacht um Dune auf Seiten der Harkonnen. In der nunmehr zweiten Aufnahmesession. Und ja, wir werden jetzt weiter voranschreiten, indem wir erstmal unseren Bauhof hier fertig machen. Die Windfalle. So, ihr seid Team 2. Ihr wisst ja, Team 1 ist für meine Sammler vorenthalten. Ich weiß auch gar nicht mehr, also es ist schon eine Weile her, dass ich Emperor tatsächlich aufgenommen habe. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier unser Gegner ist. Ich weiß nur noch, was unsere Aufgabe war, nämlich wie gesagt, die Schmuggler zu finden und zu stellen. Deswegen erkunde ich jetzt mal ein bisschen mit meinem Trupp hier die Karte. Und ja, ich hätte mich hauptsächlich mit Warlocks beschäftigt, was ja mein Hauptprojekt ist, ist ja klar. Und deswegen ist das für mich jetzt auch ein bisschen ungewohnt. Erstmal wieder. Oh, ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe mich hier gefreut, mal wieder Emperor aufzunehmen. So. Dann haben wir jetzt auch die Raffinerie. Und wir bauen auch gleich die Zusatzraffinerie, damit wir ja bekanntlich einen Sammler dazu kriegen. Und wir bauen direkt die Fabrik. Wir erkunden mal ein bisschen weiter. Ich habe nämlich keine Ahnung, von wo die Schmuggler kommen und wann sie kommen. Hier sehen wir Panzersperren. Okay. Finde ich sowieso interessant, dass die Panzersperren von den Würmern nicht gefressen werden. Nur meine Truppen und die Truppen des Gegners. Die werden von den Würmern gefressen, aber nicht die, die Panzersperren. Die bleiben irgendwie erhalten. Warum auch immer. Komisch. Wundert euch übrigens nicht. Es könnte sein, dass ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, obwohl ich gar nicht verschnupft bin. Das liegt tatsächlich daran, weil ich vorhin einen kleinen Niesanfall hatte. Also ich hoffe mal, dass daraus keine Erkältung wird. Das wäre nämlich ziemlich ärgerlich. Neue Bauoptionen verfügbar. So, wir haben schon mal zwei Sammler. Trotzdem hole ich mir noch eine Zusatzraffinerie. Und wir bauen eine weitere Windfalle. So, sehr schön. Dann bauen wir auch gleich mal eine Kaserne, wenn wir schon dabei sind. Ich dachte gerade, da kommt was. Nö. Oh, hier ist jede Menge Spice. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich grüße übrigens alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Projekt angucken, sei es jetzt aktuell, wo es ausgestrahlt wird, oder später im Nachhinein. Unter anderem grüße ich den Rimnir Torgeson, die Sabrina Becker, den Alaric von Alaric's Little Horror Show und die Marion. Oh! Habe ich gerade echt einen Egel bekommen? Tatsächlich. Okay, wir kontrollieren einen Egel. Interessant. Finde ich schön. Eigentlich wollte ich mich ja mit den Thylaxu... Stimmt, ich wollte mich mit den Thylaxu verbünden. Bloß das Problem war, die einzige Mission, die sich dafür anbot, hätte das Bündnis mit den Sardaukar gefährdet. Stimmt. Hm, daran erinnere ich mich noch. Und da haben wir sie auch schon, wenn man vom Teufel spricht. Und wir bilden jetzt erstmal ein paar... Oder wir bauen ein paar Panzer... Ein Fahrzeugkonvoi ist in die Region eingedrungen. Darunter befindet sich auch unser gestohlener Sammler. Finde den Konvoi und hol dir unser Eigentum zurück. Alles klar, mein Freund. Dafür habe ich nämlich den Erkundungstrupp hier. So, die Sardaukar-Kaserne, die ich auch gerne mal imperiale Kaserne nenne. Erstmal werten wir die Waffenfabrik auf, danach die Sardaukar-Kaserne. So, dann bauen wir erstmal ein Geschütz. Bau hat begonnen. So, wir sollen mit dem bisschen, das wir jetzt hier haben, sollen wir jetzt gegen die Schmuggler da antreten oder was, okay? Das ist ja bei den Atreides ja damals schon schief gelaufen. Ich hoffe, dass es dieses Mal funktioniert. Was habe ich mir gedacht? Nicht den Sammler, nicht den Sammler, nur die Begleitung. Ihr Sammler konnte zurückkommen. Verwende ihn zu seinem eigentlichen Zweck, dem Sammeln von Spice. Was die restlichen Angehörigen des Schmugglerkonvois angeht, so kannst du sie vernichten, wenn du die Zeit dafür hast oder sie ganz einfach laufen lassen. Aber konzentriere dich immer auf dein eigentliches Ziel, die Niederlage des Gegners. Jawohl! Die Niederlage des Gegners. Und ich sehe gerade, wir haben einen Devastator. Wie geil ist das denn? Wir haben tatsächlich einen Devastator.
Können wir den eigentlich auch bauen? Nee, wir können den nicht bauen, okay. Aber wir können jetzt die imperialen Sadokar ausbilden. Okay, von den Truppen sind nicht sehr viele übrig geblieben. Der hat teilweise ja selber Spice an Bord, okay. Das finde ich interessant. Wir haben eine Bombe auf dem Sammler platziert. Sie müssen von unseren Feinden dafür bezahlt worden sein. Haltet den Sammler von unseren anderen Fahrzeugen fern. Okay. Ja, ja, ja. Ja, Commander. Sammler in Bereitschaft. Die Bombe ist detoniert. Ein Zeitzünder wurde aktiviert, als wir den Sammler von den Schmugglern zurückgefordert haben. Wir werden Rache üben. Vernichte alles, was dir in dieser Region über den Weg läuft. Jawohl. Das werden wir. Ah ja, wir kämpfen also gegen die Atreides, okay. Und irgendwie fehlt uns ein Sammler, kann das sein? Gebäude kann platziert werden. Irgendwie fehlt uns ein Sammler. Was so ein kleiner Nachteil ist bei den Harkonnen, dass sie keine Dings bauen können, keine Reparatureinheiten. Ich glaube, ich habe mein Dings verloren. Der Wurm ist da unten. Okay, dann dürfte ich keine Probleme haben. Die Atreides kommen, merke ich gerade. Die Atreides kommen. Und wie sie kommen. Abwehren. Ja, oh. Wieso habe ich nur zwei Sammler? Da ist mein dritter, okay. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein dritter Sammler? Ich wollte gerade sagen, kannst du dich nicht mal zur Wehr setzen? Glaube ich ja wohl nicht. Lässt sich meine Einheit wieder... Das ist so ein Kritikpunkt, dass die Einheiten sich einfach bereitwillig abschießen lassen. Ohne irgendwelche Gegenwehr. Das finde ich doof. Das muss nicht sein. Echt nicht. Vor allen Dingen hoffe ich mal, dass ihr die Musik hören könnt. Ich hatte ja schon in den letzten Sessions festgestellt, dass ihr die Musik nicht so gut hören könnt. Deswegen erhöhe ich sie mal ein bisschen und die Lautstärke auch noch geringfügig. Na, so. Okay. Bau hat begonnen. War das jetzt angenommen? Ja. Gut, ich will ja, dass ihr ein bisschen was von der Musik der Harkonnen mitbekommt, weil die hört sich auf jeden Fall anders an als die der Atreides. Bisschen härter, bisschen metaliger. Es dürfte zum Beispiel den L sehr gut gefallen. Zu wenig Geld. Und auch den Rim hier, der ist ja auch ein, so jemand, der gerne ein bisschen härtere Musik hört. Sag ich mal so. Oh. Ja, wir bauen ja schon Windfall. Oh. Hat er eine Lücke gefunden. Ach nee, die können sich nicht wehren, weil sie nicht, unter Strom stehen, ja. So, gleich mal reparieren. Zerstört den Mungo, genau. Überroll ihn! Ja, das ist klar. Also das finde ich wiederum gut, dass die Panzer da nicht hinfahren können, wo die Panzersperren sind, was ja auch logisch ist. Dadurch hat die Einheit jetzt einen blöden Vorteil gegen meine Panzer. Aber klar, Panzer gegen Infanterie, außer überrollen, ist immer so eine Sache. So. Dann suchen wir mal unsere Gegner, die Atreides. Das war gerade geil. Einfach mal überrollen. Zack, tschüss. Hier ist ein Krater, okay. Mungo! Mungos! Die Strahlenkanone ist ziemlich gefährlich. Ey! Okay. Scheint so, dass ich eine große Streitmacht von denen angetroffen habe, wa? So, das war deren Reparaturdrohne. Hier ist ein BMT dann noch. Wunderbar. Auch von den Panzern sind aber nicht sehr viele übrig. Das ist bedauerlich. Leute, wir brauchen dringend mehr Panzer. Panzer, wir brauchen Panzer. So. Mal gucken, was die restlichen 5 noch reißen können. Meine Panzer dürfte der Wurm in Ruhe lassen, hoffe ich mal. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Den Wurm.
So, das Blöde ist jetzt, man muss eine Rampe finden, wo man hochgehen, hochfahren kann. Genau, Panzer gehen einfach mal hoch. Da haben wir eine. Die leider ziemlich gut bewacht ist, das ist das Blöde. Aha, okay. Gegner haben wir gefunden, schon mal gut. Wieso ist das Gebäude hier beschädigt? Oh, ernsthaft. Kümmere dich da mal drum. So, wir bauen jetzt erstmal die weitere Windfalle. Und dann bauen wir mal einen Hangar. Das ist ganz verrückt. Jetzt im Ernst? Oh, Leute. Die KI, ne? Die KI ist, der Einheiten ist echt zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja furchtbar. Mach sie fertig. Sehr schön. So, der Hügel ist leider ziemlich klein, deswegen habe ich nicht mehr so viel Platz. Ich muss aufpassen. Der Raumhafen, den können wir jetzt auch bauen. Das ist gut, den werden wir auch bauen. Ja, natürlich. Toll. Da wollte ich mal wissen, was er kann. Bumm, weg ist er. Geil. Geile Fähigkeit. Oh, was erwarte ich von den Harkonnen? Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ein fetter Minotaurus auf dem Weg ist. Das ist übrigens auch so eine Fähigkeit, die er nicht genutzt hat. Nicht wirklich. Ja, das war klar. Das war klar. Weg da. Weg! Der ist wie immer geil auf meine Sammler, der Arsch. Scheiß Wurm, echt. Ja, verpiss dich, du blöder Wurm. Muss nicht immer da sein, wo meine Sammler sind. Verschwinde. Danke. So. Können meine Truppen auch in Ruhe wieder dahin fahren. Meine Sammler. Dieser blöde Wurm. Ihr habt das gesehen, der war richtig schön gezielt auf meinen Sammler zugekommen. Richtig schön gezielt. Und meint, ich komme da nicht drauf. Nee, ist klar. Verarschen kann ich mich auch alleine. So. Ich muss jetzt ein bisschen enger bauen. Das ist das Blöde. Ich kann aber keinen Palast bauen. Das ist interessant, dass ich den noch nicht bauen kann. Denn wir hatten jetzt ja schon mit dem Harkonnen-Palast zu tun. Nicht nur im Atreides-Let's Play, sondern auch hier. Mit den Harkonnen im Bruder-Duell. Bruder gegen Bruder. Gunseng gegen Kopek. Wo wir uns ja für Gunseng entschieden haben, bewusst. Weil Kopek war für mich so eine Art Verräter. Daran erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Ah, guck mal, da haben wir noch eine bessere Zugangsfahrt zur Basis. Das ist gut. Ach, die Mungus-Platten. Und den Trike da. So, als erstes den Raumhafen weg. Wie, der ist noch da. Jetzt nicht mehr. Er ist hier schon. Da oben sind die Atreides ordentlich in Gange. Zerstört den Mungo. Der schwächt mich schon wieder. Das ist unfassbar. Ach, das ist ein Hangar. Okay. Egal, zerstören. Alles, was weg ist, ist gut. Diese verdammten Minotauren, ne? Die machen solche Schwierigkeiten. Das ist nicht zu fassen. Wo ich die weg hatte, hat er sie mir reihenweise weggehauen. Das ist nicht zu fassen, ey. Verdammten Minotauren, echt. Alter. Ich finde das sowieso immer geil, weißt du, wenn die Einheiten, weißt du vor allen Dingen, du Zuschauer da draußen, wenn der Gegner die Einheiten hat, sind sie klasse. Wenn du sie hast, dann sind sie der letzte Schrott. Das finde ich immer total klasse. Also der kann selbst die schrottreifeste Einheit einsetzen, bei ihm ist es die beste. Das ist immer klasse. So, wir werden auch nebenbei mal die imperialen Sadokar ausbilden. Jede Menge von ihnen. Als Alternative zu den Panzern.
Wir können doch bestimmt auch, genau, wir können Verstärkung über sie anfordern. Auch eigentlich irgendwas. Nee. MBF brauchen wir nicht. Schade, keine Reparaturdrohne. Es ist so ein bisschen ärgerlich, dass wir keine Reparaturdrohne kriegen. Weil sonst wäre das mit den Tailaxo nicht so wild. Dann kann man sagen, ja gut, das kann man auch überleben. Aber so wird das ziemlich blöd. Mit absoluter Sicherheit. Wir haben nur noch zwei Sammler, sehe ich gerade. Oh. Können wir auch Sammler bestellen? Können wir. Bestellen wir einen Sammler. Es war total bescheuert, darüber einen Sammler zu bestellen, aber was soll ich machen? Weil einer von denen ist so gut wie schrottreif. Ja, ja, du mit deinen tollen Minotauren. Bin ich sowieso immer wieder beeindruckend. Bei mir sind sie beeindruckend schlecht und bei ihm sind sie beeindruckend klasse. Ja, ja, das hättest du gerne, Wurm, ne? Arsch. Und natürlich kommt er genau dann, wenn ich meinen Angriff gegen die starten will. Komisch ist da. Ja, steuer noch meine Einheiten gezielt an, du scheiß Wurm. Es ist nicht zu fassen, du ehrlich. Guckt euch das an. Nö, der konzentriert sich nicht auf die Einheiten meines Gegners. Lieber schön auf meine Einheiten. Ist viel geiler. Du Arschwurm, echt. Es ist zum Kotzen. Also hier kann man schon echt von bewusster Vorteilnahme des Gegners ausgehen. Das ist so eine Frechheit. Echt. Ihr habt das gesehen. Die gegnerischen Einheiten waren deutlich näher dran als meine. Was ist? Nein, er will meine haben. Er will meine haben. Er ist geil auf Harkonnenblut. Diese scheiß Wurmsau, echt. Mann. Also da muss ich echt sagen, da hatte die letzte Mission einen Vorteil. Sie hatte keinen Wurm im Einsatz. Bis auf den, den wir halt töten mussten. Jetzt zerstört diese scheiß Minotauren. Die nerven tierisch. Er hat noch mehr Minotauren. Alter! Mann! Das nervt doch total, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele von den Scheißdingern hat er? Ja, rein zufällig kommt auch gerade ein neuer raus. Kein Problem, mein Freund. Oh. Ich hasse es, mich aufzuregen, ne? Aber es regt mich auf. Es regt mich so auf, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, macht mich das wütend schon wieder. Oh Mann, oh. Es ist zum Kotzen, echt. Mann. Widerlich. Echt. Mann. Also momentan rege ich mich über Emperor mehr auf als über Warlords. So, haben wir ihm nochmal einen schönen Egel um die Ohren. Das hat er ja auch zu gerne bei mir gemacht. Jetzt mache ich das mal bei ihm. Ist ja immer mega geil, wenn man so einen Egel um die Ohren gehauen kriegt. Wie wir ja wissen. Also diejenigen, die das Atreides Let's Play geguckt haben, die wissen es definitiv. Zu wenig Geld. Aber bestimmt hat er rein zufällig eine Reparatureinheit vor Ort, die sich darum kümmern kann. Ihr seht jetzt, der Igel zieht nämlich Stück für Stück Punkte ab. Wenn die Einheit nämlich zerstört wird, dann kommt daraus nämlich eine neue Igel-Einheit hervor. Genau so. Wird ausgebildet. Verseuch ihm schön die Einheiten. Einheit verloren. Er hat so viele Sammler, ne? Und schickt trotzdem Infanterie. Da ist der Sammler. Ey! Oh, was ist denn das heute? Meine Fresse nochmal. Ich will die Panzer haben, nicht den Typen. Der kann da bleiben. Ja! Die Atreides gehen mir jetzt schon so auf den Sack. Das kann nicht wahr sein, du Ellie.
Das ist immer dieser Nachteil, wenn man gegen eine Fraktion spielt, die man vorher hatte, ne? Die KI ist immer aktiver als du. Immer. Es ist so zum Kotzen. Der mit seinem Minotauren! Mann! Ja, also bei Warlords hasse ich Belagerungswaffen und hier sind es die Minotauren. Und die Cobra der Ordos, ne? Nicht zu vergessen, die kommen ja auch noch dazu.